Der 1. FC Magdeburg stellte im Rahmen einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag seinen neuen Trainer vor. Der Club musste aufgrund der momentanen Ligasituation reagieren, so sportlicher Leiter Detlef Ulrich, der nach Absprache mit Präsidium und Aufsichtsrat eine schwere Entscheidung treffen musste. Und wir haben uns deshalb für Ronny Thielemann entschieden, weil genau er ein junger, dynamischer Trainer ist, der sich ständig weiterbildet, der hat, was wir wollen, unter Ede Geier ausgebildet worden. Diese Härte, diese deutschen Tugenden, Ordnung, Disziplin unwahrscheinlich im Blut hat und gleichzeitig aber weiß, wie er junge Menschen auszubilden hat. Der neue Trainer hat nun die Aufgabe, die Mannschaft weiterzuentwickeln und in Hinblick auf die kommende Saison konkurrenzfähiger zu machen. Wenn man ganz andere Ziele angehen will, so der Verein, müssen auch strukturelle Veränderungen durchgeführt werden. In diesem Fall war es nun mal Trainer Sandhofer, der seinen Posten räumen musste. Der 58-Jährige hatte nur 9 Punkte aus 10 Spielen der laufenden Saison mit seiner Mannschaft geholt, die nun auf den 16. Tabellenplatz steht. Das passt zum einen zum Konzept des sportlichen Leiters Ulrich sowie dem Präsidium und dem Aufsichtsrat überhaupt nicht. Zum anderen hatten Fans in der Vergangenheit des öfteren Sandhofes Personalie kritisiert und den Rauswurf gefordert. Sich überall erkundigen, ist ein absoluter Traditionsverein mit sehr guter Infrastruktur, mit über die Maßen vielen und guten Fans. Und dementsprechend ist das schon alleine die Herausforderung als junger Trainer, hier arbeiten zu dürfen. Detlef Ulrich hatte schon gesagt, für welche Tugenden ich stehe. Fußball ist immer noch ein Teamsport. Ich erwarte von jedem, dass er sich in den Dienst der Mannschaft stellt, ohne Wenn und Aber, und dies auch im täglichen Umgang miteinander umsetzt. Das heißt, nicht nur reden, sondern tun. Hoffentlich klappt es endlich mit dem 2. Heimsieg in der neuen Arena am kommenden Sonntag. Der 1. FC Magdeburg spielt dann gegen den Ligakonkurrenten Hallescher FC. Allerdings sollte man das Spiel mit verhaltenem Optimismus begehen, denn auch ein Wechsel auf dem Trainerposten bedarf einer Mannschaftseingewöhnung.